Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy, meine lieben Freunde. Ich bin Brilli und ihr seid wieder mit mir hier im Zauberuniversum, ja. Und mit uns natürlich dabei unser allseits beliebter, man möchte sagen, mit einem wunderbar zauberhaften Namen ausgestatteten Menschen, nämlich Herbert Duft an unserer Seite. Herbert! Da. Er ist schneller als Lucky Luke. Es ist einfach so. Er ist einfach großartig. Und mittlerweile können wir ja Sachen in Brand stecken. Und zwar hier. Ins Zentrum. Schön mal abfackeln alles. Ja, Freunde. Wir machen weiter hier im Text und gehen zurück zu Nelly. Denn wir haben ja in der letzten Folge auch dieses grandiose Duell gewonnen. Das war schon krass. Anstrengend, möchte ich sagen. Ich will nur mal gerade gucken. Bin mir gerade nicht sicher, sind wir gerade im Hauptauftrag oder sind wir gerade im Nebenauftrag? Ach stimmt, wir sind bei den Schlüsseln. Stimmt, wir haben ja noch das Ding da geöffnet. Ja. Ich erinnere mich. Dann gehen wir jetzt einmal zurück zu guten Nelly. Ah, hier ist es auch. Es sieht auch einfach schön aus. Oh, hier ist so ein, Holen wir uns. Zack. Easy. Reveal. Hier ist nix. Was haben Sie jetzt vor? Nichts. Ich gucke mich hier nur ein wenig um. War hier noch irgendwas zu revidieren? Nein. Kann ich hier eigentlich auch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Levioso! Nein. Levioso. Leviathan. Hier ist auch, Doch, hier waren wir schon. Ja. Ladidu-dadu. Hier ist irgendwo jemand mit einem Auftrag oder sowas. Ich weiß gerade noch nicht wo. Für mich sieht das so aus, als würde er da auf der Treppe stehen, aber. Das ist halt das Nervige an der Karte, ne? Man weiß nicht, auf welcher Ebene der ist. Hier! Warten? Machen wir mal. Also das ist jetzt nicht unser Hauptauftrag, oder? Was haben wir denn jetzt gemacht? Haben wir jetzt gewartet, bis hier Duncan Hophouse gekommen ist? Du wolltest mit mir sprechen? Boah, wir sehen Stimmt. Aber düster aus. Hallo, ich bin Duncan Hophouse. Ist mir ein Vergnügen. Duncan auch. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Gegen Drachen nicht. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft so. Einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichter abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Dein Irrwisch? Was ist da los? Sie wirken harmlos. Aber ihre Zungen können einen schon erschrecken. Eben. Unsere Mitschüler haben einfach keine Ahnung. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Also, Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Was? Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze?
Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlick hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Ja. Klingt spannend. Klingt nach... Na gut. Na, wunderbaren Aufgabe. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Das tust du. So, jetzt gehen wir trotzdem erstmal zu Nelly. Nee. Jetzt haben wir hier aber wieder Auftrags... So. Auftragstohubabu. Auf geht's. Erst jetzt. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Nee, das klingt spannend. Nein. Ah, da sind wir ja. Sehr gut. Bam. Hallo. Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Ja. Yep. Hallo, Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Wie sehen die denn aus? Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Warte mal, mach erstmal hier Revelio. Und hier ist noch so ein Clown. Revelio! Bamsen! Er denn da? Ein bisschen krumm. So, okay, dann machen wir das jetzt direkt mit der Hausmarke und der Haustruhe. Ich habe keine Ahnung, was eine Haustruhe ist. Aber hier können wir auch mal rein. Okay, wie war das? 11, 10 und plus den sind 2 sind 12. Also 8. Quatsch, 9. Also der hier, der. Ja? Der 11 plus 2 sind 13. Bin dumm. 13. Also doch 8. Also die Spinne. Die Spinne auf die 1. Okay. Und unten haben wir eine 17 stehen und haben das hässliche, was ist das? 5er Spinnenviech und den Klaus da unten. Also 9 plus 5 sind 14, sind 3, ist die dreiköpfige Schlange. Aber wo ist der zweite... Wo ist denn der zweite Bämmelsemmel? Hä? Bin ich dumm? Wo ist der zweite Bämmelsemmelsemmeldämmel? Remmel die Bämmel? Da bin ich dippert, der kann doch nicht so weit weg sein. Ist er da oben? Ich will Aphrodil im Gewächshaus ziehen. Da oben ist er. Ah. Moin. Ich mache hier so ein bisschen Rätselkunde, Freunde. Sonnenbrille. Und kleine Teppiche. Gut. Hier haben wir auch so ein Ding. Ich weiß aber nicht, wo man diesen Schlüssel findet. Das habe ich noch nicht so ganz behalten. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Zu unserem Haus. Ich weiß jetzt nicht, wo das hier lang geht. Ah, hier geht's, ja, hier geht's Richtung. Hier ist irgendein Schatz. Hinter mir. Ich will nicht sagen, dass es deutlich besser mittlerweile ist, wie ich mich hier zurechtfinde, aber es ist zumindest, habe ich jetzt mal einen Plan, in welchem Trakt ich mich so befinde. Hier ist aber ganz schön was los. Zumindest so ansatzweise. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hier ist auch irgendwas, oder? Revelio. Ach, hier ist erstmal so ein
Wo ist denn das, der Rest dazu? Hier ist nur so ein Drehdingen, aber wo ist denn der Rest? Keine Ahnung. Nobody knows, wer der Rest ist. Hier ist auch Dings. Ein Video. Affelbachfässer. Kann ich jetzt einfach da rein? Ja, ja, schon. So, wo ist jetzt diese Haustruhe, Freunde? Ich hoffe, es geht dir gut. Professor Hackett ist ja. Das ist die Haustruhe. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel Was? Mehr, wie es aussieht. 16. Ja, leck mich am Arsch. Und ich mache hier einen auf Cooliono. Ja, und renne hier dafür extra dahin. Alter. Sind die jetzt eingezeichnet? Nee. Nee. Gut, dann machen wir jetzt erstmal einen anderen Auftrag. Restlichen Hausmarken. Ja. Dann machen wir jetzt giftige Tapferkeit oder machen wir. Nee, wir machen erstmal hier. Oder sollen wir jetzt in den. Ich weiß es nicht. Ne, wir machen erstmal das. Wir gehen mal in der Hauptquest erstmal weiter. Wir müssen aber ein bisschen weiterkommen jetzt. Wir gucken uns die Sonnenbrille nochmal gerade an, die wir gefunden haben. Denn mir geht diese Brille richtig auf den Sack mittlerweile. Die ist auch Level 5. Wir haben ja hier... Ach, das haben wir auch noch. Die Tollhausmaske. Damit sehen wir da richtig beschissen aus. Und... verdammt, die ist auch noch besser. Ach, so will ich doch nicht rumrennen, Freunde. Ach, ist das... Ja, muss ich jetzt aber. Wir wollen ja schließlich immer geil sein. Was haben wir da? So eine hässliche Maske auf, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Naja. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal rausfinde, wie ich mich in mein Äußeres ändern kann. So, dann kehren wir jetzt zurück zu Professor Fig. Ich guck mal gerade, ob wir vielleicht schnell reisen, weil jetzt wieder hier durchjuckeln ist halt auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Jetzt müssen wir nämlich in den Turm der dunklen Künste. Oh, da können wir uns auch einfach hierhin porteln. Schließlich gibt es die Portals. Die Portale. Portal. Weiß nicht, was hier los ist. Ja, was ist denn mit ihm los, mit dem Reli? Er hat ja richtig einen an der Mürmel. Hier ist auch wieder irgendein Schatz. Das ist Wahnsinn. Professor Fick, wo sind Sie? Wo finde ich Sie? Ich weiß nicht. Hier drinnen. Lassen Sie mich rein. So, dann nur. Ah, schön die Vase, die Ming-Vase zerdeppert da. Sehr gut. So, dann warten wir mal auf Professor Fig. Da ist er. Ah, da sind Sie ja. Und interagieren mit ihm. Hallo, Sir. Oh Gott. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ich sehe jetzt ein bisschen anders sagte, aus. Dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Calm down, please. So, was ist jetzt mit unserem Ausflug in die Bib? Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Okay. Dann...
Weiß ich nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Und wir sollen mit Sebastian sprechen. Wer ist Sebastian nochmal? Ist das nicht ein Mitschüler? Sebastian? Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Was ist denn das jetzt hier für ein... Das ist wahrscheinlich einfach weiter unten. Okay. Oder oben. Sebastian, where are you? Kann man eigentlich, wenn man fliegen kann, irgendwann, kann man dann auch hier drin fliegen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist er da, Alter. Sebastian Saloff. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Vor allem, wie ich jetzt hier rumlaufe und keinen interessiert, so. Scheint normal zu sein. Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Oh, mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Pfe. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay. Es scheint direkt loszugehen. Wir sind jetzt in so einem roten Bereich und unsere Karte ist rot am Blinken. Hier ist übrigens auch so ein Schlüsseldings. Warte, kurz aufs Handy gucken. Eine Sekunde. Kind und so. Alles geklärt. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob man sich jetzt hier irgendwie besonders verhalten muss. Da drüben. Dieser Maske, ey. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Ich dachte schon, das bleibt mir erspart. Oh Gott, das war noch knapp. Desillusionierung. So heißt der auch? Offensichtlich. Den muss ich jetzt erstmal ausstatten, oder wie? Ach Gott, wie war das denn nochmal? Desillusionierung, wo ist der denn jetzt?
Der da, oder? Ja. Dann machen wir den jetzt mal auf 4. So. Ganz leise. Hat er. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich springe jetzt, hört er dann auf? Nee. Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. Aber sie haben gerade gesagt, dass du sie. Dass, also. Also wenn ich jetzt diesen Brunnen nutze. Der patrouilliert doch da, oder nicht? Geht er nicht jetzt wieder zurück oder so? Aha. Bin drin. Bist du hinter mir? Ja. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Was für eine dumme Frage mit dem Schlüssel. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Okay. Bleibt sie jetzt einfach da stehen oder was macht sie jetzt? Das wäre aber nicht so geil. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Weh, ich wusste, ich hab was gehört. Scheißdreck. Meine Güte, was für ein Chaos. Was ist das denn für ein dummer, doof Kack? Na. Sie reagiert aber auch total lame. Also, ist da jemand? Das ist ja eine Latenzzeit von, weiß ich nicht. Oh. Der Schlüssel. Geh einfach zurück. Okay. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ist es vielleicht das? Revelio. Ach, das kann er auch im Verborgenen machen. Das ist ja nicht schlecht. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband.
Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst. Okay. Geist, sei vorsichtig. Welchen denn? Die da, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob dieser... Oh Gott. Oh oh. Wenn Sie sterblich sind, kehren Sie besser um. War wohl nur eins der verzauberten Bücher. Wie ernsthaft jetzt? Wie komme ich denn an dem da vorbei? In dieser Stunde streift hier doch niemand mehr herum. Ausflug in die verbotene Abteilung um diese Zeit. Okay. Ich muss schon mit dem... Mit dem Zauber, Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Was treffen oder kann ich einfach schießen? Das ist jetzt die Frage. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Geist, sei vorsichtig. Einfach gehen, einfach gehen, einfach gehen. Die Luft ist jetzt rein. Nichts mehr herumschleichen. Hola. Revelio. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Box mit Auge? Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Das ist aber so, okay? Ich weiß es nicht. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Leviosa! Incendio! Huch, nein, ich wollte das machen. Ui, was ist denn hier los? Was ist das? Eine Rüstung? Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich.
verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Aber sind wir zusammen in dieser Bibliothek und ich soll fragen, kann ich dir trauen? What the? Ich hab dem schon alles erzählt, so. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, ich auch. Incendio! War zumindest mal auf der 3. Mittlerweile ist es offensichtlich anderer Zauber auf der 3. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Hogwarts Legacy. Euer Brilli.